Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twine. Und ja, bevor entsetzt gerade eben noch festgestellt, dass mein Handy-Akku irgendwie gerade heute nach 2 Stunden oder so plötzlich wieder nur 12% hat. Hab geguckt, okay, WhatsApp 46% Akkuverbrauch. Was ist da los? Habe ich neulich erst geupdatet. Wahrscheinlich werde ich dann auch wieder daten. Sagt man das so? Downdaten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal den Zauberer. Wir sind ja, glaube ich, von unten gekommen, deswegen schaue ich mal, dass ich hochgehe. Ja, wir sind oben von unten gekommen. Egal. Dann machen wir es halt anders. Wir sind ja flexibel. Quasi flexibel. Wuff, wuff. Aha. Ja, gewusst wie. Oh, hallo, was soll denn das? Ernsthaft, die geht hoch und runter, wie es hier gerade beliebt? Jetzt muss ich natürlich irgendwie versuchen, das Gleichgewicht so zu halten, dass ich passend hochkomme. In etwa so. Da wollte mich die Plattform verarschen, aber nicht mit mir. Wir Nicht müssen mit auf den mir. Turm klettern. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja, dann klettern wir doch mal. Lustige Kletterparty kann man ja mal machen. Ja. Als unsere Helden die Stufen emporstiegen, fuhr ihnen eine eisige Kälte durch die Knochen und die Geräusche der Schmiede waren verklungen. Zu still. Und dann hörten sie die Stimme. Turm des Sarek und ich bin gespannt. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch die Stimme hören. Hätte ich das letztes Mal gewusst, dass das nur noch so kurz braucht, 2 Minuten, dann hätte ich meinen Cut sicher woanders gemacht. Aber ihr seht ja, Blind Let's Play. Ja, dann hätte ich einen pa Cut passend hier machen können. Aber okay, weiter geht's. Auf dem Turm. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Nö, fühlt es sich nicht. Die Geräusche der Schmiede waren verklungen. Das fühlt sich gut an wiederum. Es geht sicher hinter uns. Zu, wollte ich sagen. Okay. Alternativ auch so. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Was ist das für ein freaky Vieh? Ah! Alter! Danke. Interessant, wenn die Zauber vom Zauberer mal gegen einen gewandt werden. Das war gemein. Gegen einen gewandt werden. Stirb. Ich hoffe mal, dass das hier nicht so auf Zeit geht wie bei DuckTales Remastered, ein Level gegen Ende, das ich ziemlich ätzend fand. Aber. Alter! Hör doch mal! Deswegen müssen wir also die Spitze erreichen. Jetzt! Das wäre schön, wenn der mal aufhören könnte damit. Ach komm, stirb! Dann geht's also doch so ein bisschen indirekt auf Zeit. Machen wir es halt so. Was heißt das? Ernsthaft? Das Akku-Pack war nicht richtig drin. Als ob. Ich mach die doch immer schön richtig zu. Na. Okay, haben wir das auch mal gesehen. Ist aber schön, dass er das dann gleich pausiert. Okay. Okay. Ich kann nicht okay drücken. Na danke. Jetzt.
Ja, toll, das hat mich jetzt natürlich wieder zurückgeworfen. Pleiten, Pech und Pannen. Oder so ähnlich. Ach, toll. Jetzt kann ich... Toll, Game Over. Hatten wir ja lang nicht mehr. Ja, Level neu starten. Bla, 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 bla. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Ja, ist okay. Schnauze halten. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass hier ein Zauberviech kommt. Stirb. Alter! Danke, da kommst du nicht mehr hoch. Stirb, genau. Genau das war der Plan. Aber diese Zauber machen es auch nicht einfacher. Au! Im Gegenteil, den habe ich schon wieder vergessen, dass der das macht. Also, das mit den Stacheldingern ist extrem fies. Au! Nee, 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 nee. Meine Güte. Das ist schon ein bisschen gemein. Ja, ja, du mich auch. Ach komm. Danke. Damn it. Bin da irgendwie gerade zu blöd dafür. Schnell. Danke. Au. Ziemlich gemein. Geh weg da. Ja, noch so ein Ding, ist klar. Verarsch mich halt. Nicht mit mir, nicht nochmal. Gib mir Erfahrung. Nicht Erfahrung. Leben. Ich meinte Leben. Ja, danke. Wenn ich da drüben hoch will, macht er das auch? Ja. Bam, bam. Jetzt kommt doch sie gleich wieder. Nee. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt wieder so ein Ding kommt. Ja. So. Und so. Gekonnt. Guck mal, ich hab hier was für dich. Hier. Nimm doch mein Geschenk an. Nicht? Ah, jetzt hat er es genommen. Nein. Verdammt. Ach, der hängt da nur so rum. Das war ja auch gemein, mich so blockieren zu wollen. Aber nicht mit mir, Freundchen, nicht mit mir. Au, 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 au. Ah. Das hingegen schon mit mir. Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Da gibt's Mana.
Mana, Mana. Leben wäre mir lieber. Mana, Mana. Ganz schön gemeint von dem. Was der da alles macht. Muss man schon mal sagen. Nein. Es hätte fast geklappt. Na, ich habe eine Idee. Ich mach mir erst einfach irgendwie hier so eine Planke drüber. Dann wird es schon irgendwie klappen. Ha. Ich weiß halt nicht, wie schnell die Lava steigt. Das ist halt gerade so ein bisschen mein Problem, dass ich das nicht einschätzen kann. Aber dich machen wir erstmal weg. Dich. Ah! Es blockiert mich mein Ding auch noch. Was ich ja zurzeit auch gerne spiele, ist Hyrule Warriors. Ist ein sehr schönes Spiel. Machen wir es halt anders. Upsi. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sehr schönes Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Laune macht. Und das ist gerade so ein Spiel, das mich gerade außerhalb der Aufnahmen ziemlich fesselt. Da sterbe ich also. Okay. Gut zu wissen. Ach. Kommt schon. Nicht euer Ernst. Ach komm. Kann ich da noch irgendwie hoch? Ach Gott, da drüben geht's hoch. Okay. Hältst du wohl die Schnauze, gell? Ich will in Ruhe zaubern. Meine Güte. Kann doch wohl nicht angehen. Dreckstörenfriede hier. Au! Na warte! Das wirst du bereuen, genau. Oh! Scheiße! So, damit mich keiner mehr stören kommt von da unten. Ach, von da unten kommt auch noch irgendwas hochgeschossen. Sind das die zwei anderen Artefakte? Kann das sein? Ich meine, ich bin jetzt ganz oben, aber... Errungenschaft freigeschaltet. Completed. Ah, wir haben sie zusammengeführt. Dann ist das wohl also das Ende. Da bin ich ja sehr gespannt. Wenn jetzt noch eine lange Sequenz kommt, dann halte ich A meine Klappe und B wird der Part dann eventuell etwas länger. Nice! Strike! Wobei ich mich immer noch frage, wieso Soja diese Ruinen von den Toten so bekannt vorkamen. Da war ja was, ne? Fühlt es sich irgendwie vertraut an oder so ähnliches? Die Artefakte stellten das Gleichgewicht der Welt langsam wieder her. Das Leben und die Freude kehrten in das Königreich zurück. Im Frühjahr wurde ein neuer König gewählt. Der neue König bot unseren Helden eine Belohnung. Der Ritter lehnte es ab, Hauptmann des königlichen Heeres zu werden. Stattdessen folgte er am Ende seines Vaters Hoffnung und erkannte seine andere Passion an, die des Essens und des Bieres. Er wurde königlicher Bierlieferant. Der Dieben wurden Reichtümer jenseits ihrer Vorstellung angeboten, aber sie spürte ein Verlangen, zu den Ruinen im Wald zurückzukehren. Der König bewilligte ihren Wunsch und gab ihr die Herrschaft über den Wald, in den das Leben langsam zurückkehrte und der die alte Pracht wiedererlangte. Schönes Bild, sehr cool.
Und der Zauberer? Er verstand am Ende, dass der Weg zum Erfolg nichts mit dem Feuerballzauber zu tun haben musste. Er war sich nicht sicher, was es war. Aber das Königreich zu retten, half auf jeden Fall. Nachdem er ein paar Jahre mit einer Frau namens Margaret verheiratet war, brachte diese Drillinge auf die Welt. Ein faszinierender Augenblick, wie viele sagten. Allerdings wissen wir nicht, ob der Vater Stolz, Scham oder beides empfand, als alle seine Kinder den Feuerballzauber vor der Vollendung ihres ersten Lebensjahres meisterten. Okay. Aber trotz allem, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Ja gut, aber das heißt ja eigentlich, dass es ihm im Blut lag zu zaubern, aber der Zauberer selber, der Amadeus heißt er, glaube ich, es aus irgendwelchen Gründen halt einfach selber nicht auf die Reihe bekommen hat. Ja gut, was bleibt zu sagen? Ich freue mich, dass ich dieses Spiel entdeckt habe, beziehungsweise die Enchanted Edition entdeckt habe. Das Spiel selber wurde mir ja von derselben Person gezeigt, zumindest Teil 2, die mir auch Okami nahegebracht hat, und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Sehr, sehr schöne Spiele, also bin ich wirklich sehr positiv überrascht und also dieses Spiel begeistert. Wirklich, also es begeistert auf jeden Fall sehr, und falls das jetzt wirklich das richtige Ende sein sollte, ich weiß es noch nicht so ganz, Enchanted Edition und so, dann wird auf jeden Fall dieser Sendeplatz, sag ich mal, ich sag jetzt einfach mal Sendeplatz, es kommt ja bei mir immer wieder mal alle 3 Tage ein Projekt, ne, wird dann kein neues Projekt anlaufen, sondern das schwarze Auge Satinas Ketten wird auf diesen Platz rübergeschoben. Und dann passt das eigentlich ganz gut. Ich hatte das schon ein bisschen im Hintergedanken, als ich in diese Schmiede gegangen bin, dass dieses Spiel hier wohl demnächst sein Ende finden wird. Und ja, dann passt das ganz gut, vor allem weil ich auch innerlich halt die Bestätigung bekommen habe, ja, ich darf das schwarze Auge spielen. Und zu diesem Spiel, man kann es einfach nicht anders beschreiben als wunderschön. Schöne Story, toller Anfang, fesselnder Anfang, super Ende und mit Überraschungen und Wendungen, wie ich finde am Ende, dass jetzt zum Beispiel der Zauberer dann eben doch noch eine Frau gefunden hat, eben wahrscheinlich weil er mitgeholfen hat, das Königreich zu retten, und die Diebin jetzt, obwohl sie ja eine Diebin ist, trotzdem auch eine Belohnung bekommen hat, und zwar eben diesen Wald hier. Diesen wunderschönen Wald, so wie dieses ganze Spiel einfach nur wunderschön war. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt zu spielen, und ich glaube, ich werde mir irgendwann auch mal ein Let's Play von der normalen Edition anschauen, damit ich eben auch mal weiß, wie groß die Unterschiede eigentlich sind, weil ich kenne ja die originale Edition, ich kenne nur die Enchanted Edition von Trine 1, und das ist vielleicht auch ein bisschen schade, weil mir da dann so ein bisschen auch der Vergleich fehlt, aber das werde ich vielleicht noch nachholen. Ziemlich sicher sogar. Gut, dann soll es das von diesem Projekt, denke ich, gewesen sein. Oh, PhysicsX, also PhysX bei Nvidia. Eine Engine, die wohl viel bietet. Und es war das wirkliche Ende. Okay, dann sollte es sein, ich kann jetzt eine andere Kampagne starten. Wäre das möglich? Wieso kann ich nicht? Toll. Ah, jetzt kann ich. Okay. Ne, ich kann keine andere Kampagne starten. Gut, dann würde ich sagen, soll es das jetzt fürs Erste gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part und an dem ganzen Projekt auf jeden Fall auch. Ich würde mich freuen, euch in einem anderen Projekt wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir endlich mal zum Ende. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's noch gut. Ciao, Leute.